In einer Privatwohnung soll die Standard-Elektroinstallation erweitert werden. Die Auftragsannahme beginnt häufig mit einem Telefongespräch. Der Elektromeister notiert die Kundenwünsche und verabredet sich mit dem Kunden zu einer Vorortbesichtigung. Wenige Tage später treffen sich der Meister und der Kunde wie verabredet in der Wohnung. Während der Vorortbesichtigung nimmt der Meister die Kundenwünsche auf und trägt diese sofort in einen Installationsplan ein. Hierbei kann der Meister den Kunden beraten und gegebenenfalls die gewünschte Elektroinstallation im Sinne des Kunden optimieren. Nach dem Termin beim Kunden ist jetzt der Elektromeister soweit, ein Angebot am PC zu erstellen. Dazu wird ein spezielles Computerprogramm benutzt. Mit diesem Programm wird später auch die Rechnung erstellt. Das fertige Angebot wird noch einmal kontrolliert, bevor es an den Kunden geschickt wird. Der Kunde prüft sorgfältig das Angebot. Nachdem er festgestellt hat, dass alles in Ordnung ist, unterschreibt er es und schickt es zurück an die Elektrofirma. Damit wurde der Auftrag erteilt und ist rechtskräftig. Die Annahme des Arbeitsauftrages endet hier.